Wir haben als nächstes Blacklist Nr. 11 und zwar haben wir Jimmy Broadband Jammer mit einem Mazda MX-5. Jimmy's ain't a real racer actually. He plays these weird sim racing games in a tiny shed? Ich hab keine Ahnung. Instead of driving for real. Anyway, after his YouTube channel died, he decided to climb up the ladder of the Blacklist. Surprisingly, his sim racing paid off and he's rising up the ranks. Show them who's faster behind the wheel. Mein Englisch ist immer noch super. Hi guys, it's Jimmy here. And welcome back to me making jokes about penises. I touched a knob. It's okay, I understand. You've been tremendously violated. Ah! Thank you, Clark. Jimmy is a nice person who is completely sane. The brainwashing is complete. Mein Englisch ist immer noch berauschend, das wird sich ja nie ändern. Man merkt vielleicht. Ich habe den schlimmsten Akzent drin überhaupt. So, dann wollen wir mal eben die Karre wechseln. Und zwar mit dem Parmesan jetzt. Und mal ganz kurz zum Tuner bringen. Schön, dass übrigens die Motorhaubensicht hier ein bisschen broke ist, wie es aussieht. Alter, wieder manchmal braucht beim Laden. Zack, zack. 36.000, lieben gerne. Wollen wir mal gucken, was bei dir machbar wäre einfach, ja? Oh, wir können die Sachen vorne entfernen. Dann können wir sie wieder drin machen. Machen wir einfach mal. You don't need this. Morningwood brakes. Oh, Cork. eBay brakes. You don't need this. Pega brakes. B brakes. Oder Bear brakes. Ja, ne? Stoptech brakes. Armless brakes. Brembo. Underground 2. Komm, wir nehmen mal Teil 3 davon. Einfach so, weil, warum nicht? Wie weit kann man in Visuals schon arbeiten? Können wir jetzt... Wir können nicht in die Customs dran. Wir nehmen einfach mal die Farbe hier. Die Vinyls lassen wir mal raus. Die Rimpaints kann ich nicht. Wie weit komme ich denn hier schon? Ah, die Pearls gehen dann nicht. Aber wenn wir dann schon übertreiben wollen, Quizite... Oh, wir können sogar an den hier drin, aber das lassen wir mal, weil es kann sein, dass Dingens hat. Wow, das ist rausgeworfenes Geld, ey. So, wir haben das erledigt. $118 und nochmal 118. Von der Seite aber schon evil. Muss ich echt mit dem Nitro nachziehen. Danke für die Info. Oh, versuchen wir das nächste CBT mal, ja?
Da habe ich ein bisschen schlecht getimed. Der hat mir was ins Gesicht gehauen. Ja, wie schlecht will ich eigentlich starten? LOL. Versuchen wir es mal so. Alter, was mache ich eigentlich? Immer an derselben Stelle oder was ist mit mir los? Och, warum lenke ich? Ey, diese Kai. Ja! Das sind die CBTs. Meine Fresse! Boah, nö, wirklich. Die Karre ist nicht gut dafür geeignet. Ja, ich bin eigentlich auf meiner Spur gewesen, liebes Spiel. Aber schön, dass du mich darauf zulenkst. Alter, egal wie ich es mache, ich fahr gegen den, oder? Hä? Ich gebe Vollgas. Wollen wir am besten gar nicht fahren? Oder warum fährst du immer langsamer? Einmal gerippt, einmal gelollt. Gerippt, geokayt. Naja, ich kann es doch schon wieder vergessen. Ja, siehst du, sag ich doch. Ich hab keinen Bock mehr gleich auf das dumme, beschissene CBT. Und er ist schon vorbei. Weißt du was? Nee. Wirklich. Es kann doch nicht sein. Nur, ich habe keinen Bock mehr auf das. Das CBT kann mich jetzt mal. Ganz ehrlich. Wie behindert ist das denn? Das kann doch nicht sein. Wie viele 10 Millionen mal Versuche muss ich denn machen, dass die Karre sowieso langsamer wird, verstehe ich nicht.
sorry, aber das ist nie. Ich weiß nicht, wie viele 10 Milliarden Versuche ich wieder CBT brauche, wenn die Karre sowieso nicht aus dem Arsch kommt und er langsamer wird, obwohl ich Vollgas gebe. Das kann einfach nicht. Das kann nicht sein. Ich fahre gerne irgendwann das CBT noch. Gar kein Problem. Jo. Aber nicht so. Oh, meine Fresse. Ich habe es schon gesehen, was... Jetzt, ja, ich weiß. Irgendwie habe ich gerade eine... Also, meine Lernkurve ist gleich bergab gegangen. Von jetzt auf gleich. Tut mir wirklich leid, Leute, dass ich mich dessen so aufrege. Aber es gibt doch keinen Sinn. Alter, ja, komm! Oder hab ich jetzt das Pack von May bekommen? Weil, würde ja passen. Wir fahren ja seine Karre. Guck mal hier, es kommt wieder gleich Fields Batman. Oder Layton, also wie auch immer. Weil, da. Zack, Fields Layton was. Wir kriegen das erste Mal keinen Field Slate Man mehr. Bis mir gleich wieder irgendein Fehler unterläuft. Jetzt läuft erstmal wieder, ne? Ist der Wahnsinn. Mein Auge. Was ist das für Musik? Da eigentlich gerade bitte läuft. Need for Speed Underground, Need for Speed Underground. Okay. Ups, nicht so stark rumdriften. Ich muss mal aus reinem Interesse gucken, ob die Karre eigentlich echt langsamer als die vorige ist. Weil ja, der Renault, der braucht ein bisschen länger, das merke ich. Aber trotzdem. Jetzt läuft's aber wieder, weil ich so langsam mit der Karre auch mal klarkomme. So ganz langsam.
So. So, erstmal wieder zurück, weil ich mir wegen der Karre gucken wollte, ne? So, Shittybox. Ja, die ist in der Topspeed um Längen langsamer. Ich hatte es schon vermutet. Aber ich. Wisst ihr, was wir mal machen? Naja, nicht so weit raus, vielleicht. Das war dumm. Ich fahre komplett falsch, ne? Nö, tue ich eigentlich nicht. Passt. Einfach mal so gucken. Karren. Nein, nicht da lang. Einfach mal gucken, was es für krasse Karren gibt. Da trubst du, ich bin nicht mal auf deiner Spur gewesen. Und Hauptsache, ich werde angehubt. Gucken, was du für eine Karre man sich kaufen könnte. Wir haben den Yugo, den Fiat Polski Fiat, Polski Fiat, so, den MR2 Supercharged, den Golf GTI, den Multiplayer, den MPV, den Junto, Cobalt SS, den Passat, okay, den ES300, den VXR, ich glaube mit dem Symbol oben ist, glaube ich, auf Drift. Dann den Bugatti 57 ST Atlantic, den A3, den Samara, den Eclipse, den TT Quattro, 240 SX, den A4, Clio V6, 4-2. Ne, das waren die Drifties, genau. Den G35, Twino, yo. Den Super. Wieder Drifty-Karren, auf die ich keinen Bock habe unbedingt. Yaris. MR2 GT. Silvia. Den fahren wir gerade. Den RX8. Heidewitzka. Aber leider ist das Handling eher immer so komisch. Mustang. Den 350Z. Den CTS. Und dann hier hört es erstmal wieder auf. Und wir könnten uns ja mal einfach mal eine Karre kaufen. Ich weiß noch nicht welche. Wir können ja mal. Nee. Wollen wir uns mal den Infiniti G35 mal kaufen? Fahren wir den einfach mal. Sollten wir jetzt auch Tuning hinterziehen? Mal, einfach mal auch mal eine Karre kaufen, ne? Also nichts gegen den Renault. Aber warum nicht auch einfach mal nach Blacklist schieß mich tot, nicht auch mal was eigenes auch mal kaufen, ne? Ich meine, wir haben ein bisschen Lira. Darum geht's nicht. So, dann wollen wir mal. Zack, zack, zack. So, dann wollen wir mal gucken, was wir denn auch an ihm machen könnten. Och du Scheiße.
Ja? Ja, komm! Übertreiben wir es doch. Ah, die Big Wangs. Wollen wir mal über diese übertriebenen Spoiler hier hinten nehmen? Och du. Jo, ja, genau, ja, natürlich. Das ist okay. Wir wollen vielleicht doch nicht so einen übertriebenen nehmen. Wir nehmen der hier. Sieht okay aus. Hier bin ich nie so gut drin. Deswegen, ich weiß, es gibt einige, die schwören hier auf BBS. Ich weiß leider nicht, wie gut die grundsätzlich so sind. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Was haben wir denn hier so? Irgendwie auch krass hier hinten. Ne, das sind hier alles Standardteile. Oh, die New Scopes, nein, aber You Don't Need This können wir da einbauen. Und wir nehmen jetzt auch extra mal den You Don't Need This einfach. Oh, die Visuals können wir gerne auch noch was dran machen. Wir gehen in so einem schönen gräulichen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auch gute Vinyls besitzen. Pegas. Nee, die sehen leider nicht so ganz berauschend aus. Die Community ist leider nix offen. Doch, die Black Editions hier hinten, davon drei Stück. Buddies. Geil wäre ja irgendwie... Die Wims können wir jetzt machen. Die geben wir mal einen leichten bräunlichen Ton, dass wir ein bisschen Farbeunterschied haben. Ne? Militas Ads Custom. Was haben wir denn da noch so alles? Vieles, was noch nicht offen ist. On the Dark. Oh, der sieht schön aus. So. Den haben wir jetzt, hoffe ich. Können wir jetzt die Plates verändern? Yes! Alter, wie viele... Schöne... Plates sind damit bei, muss ich schon sagen. Und hier sind dann jetzt Marken, ne? Ich das richtig sehe. Komm hier, wir nehmen die PPG Edition. Einfach so Spaß. So, Karre ist getuned. Bin mal gespannt. Ach, kann ich nicht mehr testen. Na, wisst ihr was? Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen fies. Da testen die Karre testen wir. Soon. Hm.
und zwar nämlich bei der nächsten Aufnahmesession von Need for Speed Most Wanted Pipiga Edition. Deswegen, wenn es euch dann trotzdem, bis auf diesen kleinen Sache bei dem CBT, soweit trotzdem gefallen hat, dann lasst doch bitte eine kleine feine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.